Ob du streitlustig bist, ob du es also vielleicht manchmal auch drauf anlegst. Ich weiß auch nicht, wie andere das finden, wenn du so streitlustig bist. Vielleicht hast du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder so andere, die da voll drauf einsteigen und da richtig mitgehen können. Vielleicht bist du auch absolut harmoniebedürftig und sagst, ich kann mit dem kleinsten Funken an Konflikt irgendwie auch gar nicht so gut umgehen. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in das Thema heute Abend, euch kurz zeigen, was ist es eigentlich, ein Konflikt, was sagt die Bibel darüber, wie wir damit umgehen können. Und wenn du eine Bibel am Start hast, wäre das richtig gut, denn wir werden uns vor allem in dem Buch der Sprüche bewegen. Die Sprüche sind ein richtig cooles Buch, finde ich. Früher, als ich das gelesen habe, habe ich immer gedacht, das ist ein bisschen verwirrend, dieses Buch, weil das so kreuz und quer durcheinander geht manchmal. Aber irgendwie habe ich, denke ich, heute zumindest, es ist halt ein Stück weit ein Spiegel von meinem, von deinem Leben vielleicht auch. Da ist halt auch alles durcheinander. Und wenn da in einem Kapitel von Geld und Streit und Familie und Arbeit und was weiß ich die Rede ist, dann ist es irgendwie das, was manchmal auch unseren Alltag widerspiegelt. Von daher werden wir so einen kleinen Streifzug quer durch die Sprüche machen, wo ich euch mitnehmen möchte, in das. Was die Bibel dazu sagt und zumindest ein Auszug von dem, was die Bibel dazu sagt. Wenn man anfängt zu gucken, was das Wort Konflikt bedeutet, dann ich bin nicht so der Sprachenfan, deshalb greife ich da einfach auf Leute zurück, die sowas wissen. Dann merkt man oder findet man raus, dass es so viel wie Zusammenstoßen heißt. Und das ist ziemlich treffend eine Beschreibung von dem, was manchmal von jetzt auf gleich bei einem Streit passiert. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der einen Streit planen würde und den sich eintragen würde in den Terminkalender. Heute Abend würde ich mich gerne mit Jan-Erik streiten und ich bereite mich da irgendwie drauf vor oder so. Meistens passiert sowas recht spontan, wie das bei einem Zusammenstoß halt auch ist. Ich weiß, es gibt auch andere Situationen. So ein Zusammenstoß, so ein Aufeinanderprallen, das kann halt auch ganz schön wehtun. Das kann verletzen. Aber man muss auch dazu sehen oder dazu sagen, dass Konflikte nicht immer nur negativ sein müssen. Es gibt viel, wenn man die Menschheitsgeschichte anguckt, viel, was durch Konflikte erst bewegt worden ist. Weil Leute, die eine Meinung hatten, sie kundgetan haben, und anderen hat das nicht gepasst. Und dann ist man aufeinander geprallt und dann gab es teilweise heftigen und erbitterten Streit und am Ende hat es uns vorwärts gebracht. Meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter, die haben eine Zeit lang total gerne so eine Fernsehserie geguckt, die hieß Es war einmal, gibt's das, Es war einmal das Leben. Und dann gibt es auch eine Serie oder eine Staffel, die heißt Es waren einmal Forscher und Erfinder oder irgendwie so. Und unsere große Tochter kam eines Tages zu mir und hat gesagt, Papa, die sind alle umgebracht worden. Krass eigentlich, ja. Viele Forscher, viele Wissenschaftler sind umgebracht worden, sind verteufelt worden, weil sie plötzlich irgendwas entdeckt haben, wo andere gesagt haben, das geht gar nicht, das kann nicht sein. Die Erde dreht sich um die Sonne oder doch die Sonne um die Erde, ja. Das gab heftige Zusammenstöße, da hat auch die Kirche teilweise, die Kirchengeschichte irgendwie ihre Beispiele dafür. Aber am Ende war das, was dort entdeckt wurde, irgendwie ein Fortschritt. Aber erst hat es mal ordentlich geknallt. Von daher, es muss nicht immer unbedingt negativ sein. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Zitat, was ich gefunden habe, dass die Leute sich nur deshalb streiten, weil sie nicht diskutieren können. Ich weiß nicht, ob du das gelernt hast, zu diskutieren und irgendwie Meinungsaustausch zu haben mit anderen, wo man sagt, da möchte ich vorwärts kommen, weil ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen einem Streit, der kaputt macht und einem Konflikt, der irgendwie vorwärts bringt. Die Frage, ob du und ich, ob wir vorwärts kommen möchten oder ob wir den anderen fertig machen wollen, ob wir am Ende als Sieger dastehen wollen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied und eine spannende Frage, die man sich mal stellen kann. Wenn ich in einen Streit gerate, geht es mir mit aller Gewalt darum, Recht zu behalten und als der dazustehen, der am Ende die Oberhand behält und den anderen bloß fertig zu machen, oder gehe ich in so eine Diskussion rein mit dem Anliegen, mal schauen, was ich vielleicht auch von dem anderen lernen kann. Ich habe meine Überzeugung, dazu werde ich stehen, ja, aber ich möchte irgendwie, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Finde ich ein total spannender Gedanke, den man sich am besten auch vielleicht schon mal überlegt oder vornimmt, wenn man irgendwie noch
nicht auf 180 ist, sondern noch ein bisschen lockerer und entspannter unterwegs ist. Möchte ich vorwärts kommen? Ja, das ist das Ziel einer Auseinandersetzung oder möchte ich gewinnen? Ist das das Ziel von einem Streit? Irgendwie entscheidender Gedanke. Okay, wenn ich mit euch in die Sprüche gucken werde gleich, möchte ich euch mit hineinnehmen in ein paar unterschiedliche Gedanken. Zunächst möchte ich mir gerne mal so ein bisschen ein paar Ursachen von Streit anschauen. Also auf der Folie seht ihr auch ein paar Bibelverse, die ich euch da aufgeschrieben habe. Falls du jetzt also keine Bibel in der Hand hast, dann kannst du dort den einen oder anderen zumindest auch mitlesen. Weil das irgendwie auch mal eine spannende Frage ist eigentlich. Woher kommt es, dass wir uns streiten? Ja, was spielt da alles eine Rolle? Sprüche 10, Vers 12 steht Hass. Hass ist ein Grund für Streit. Vielleicht sagst du, okay, das ist irgendwie nicht neu. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ja, das ist naheliegend. Aber das Verrückte ist, dass es manchmal sowas von blind geschieht. Wer mit Hass, wer voller Hass in eine Diskussion geht, das wird ein heftiger Zusammenstoß. Weil dann bin ich nicht mehr bereit, auf den anderen zu sehen. Dann bin ich irgendwie blind vor Hass. Den zweiten Teil, der da steht, ja, die Liebe deckt alle Vergehen zu, da kommen wir noch mal ein bisschen drauf, ja, wenn es so um den Umgang mit Streit geht. Aber Hass ist eine relativ offensichtliche Ursache für Streit. Die zweite finde ich schon mal total spannend, weil sie meinen Charakter hinterfragt. Da ist es, durch Übermut gibt es nur Zank. Und bei denen, die sich raten lassen, ist Weisheit. Wenn du das in einer vielleicht etwas anderen Übersetzung nachliest, wirst du finden, dass da was von Frechheit steht, von Vermessenheit, von jemandem, der sagt, es ist mir völlig egal, was du sagst, ich werde mich nicht an die Regeln halten, die hier gelten. Ich mache das, was ich will. Das ist Übermut. Das ist ein Maß an Frechheit und Vermessenheit, wo man sagt, dass der andere sagt, es ist mir völlig egal, ich mache das, was ich will. Und es ist eine spannende Frage, wo ich gerade durch so ein Verhalten Streit provoziere. Gerade in einer Gruppe von Menschen, wo es nicht anders geht, dass man sich irgendwie an bestimmte Absprachen hält und ein paar Regeln irgendwie beachtet. Nicht um einzugrenzen, sondern um irgendwie ein gutes Miteinander herzustellen. Und wenn in so eine Gruppe jemand reinkommt, der sagt, das ist mir alles völlig schnurzpiepegal, ich mache, was ich will, dann wird es zum Zusammenstoß kommen. Dann wird man irgendwo kollidieren mit anderen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass es sowas gibt. Durch Vermessenheit, durch Übermut, durch Frechheit oder wie auch immer. Eine andere Bibelstelle, Sprüche 29. Ein zorniger Mann erregt Streit und ein hitziger ist reich an Vergehen. Kennst du so einen richtigen Hitzkopf? Wo du so eine kleine Sache sagen musst und der andere platzt irgendwie, der schneller auf 180 ist als irgendein Sportwagen und der ja richtig ausrastet. Bist du selbst so jemand? Weiß ich nicht genau. Ja. Gibt es bestimmte Themen, wo das vielleicht so ist? Bestimmte Bereiche, relativ gelassen an sich, aber an manchen Stellen kann mich jemand ganz schnell zum Platzen bringen. Manchmal wirklich nur wegen Kleinigkeiten. Oder andere haben vielleicht so eine durchgehend schlechte Laune, sie unzufrieden sind und die ruckzuck rauskommen, sobald auch irgendeiner nur das kleinste bisschen verkehrt macht, aus ihrer Sicht. Jähzorn, Hitzköpfigkeit, Streit, der dadurch entsteht. Und dann kommt ein spannender Punkt. Wenn es um Ursachen für Streit geht, das ist der Habgierige. Jemand, der immer mehr haben will. Der auch vielleicht sagt, was der andere denkt, ist mir völlig egal. Da ist etwas, was ich haben will. Ich nehme es mir. Und es ist mir absolut egal, was der andere dazu sagt. Ich nehme vielleicht auch jemanden, der rücksichtslos ist. Ja? Rücksichtslosigkeit, ein Riesen. Ein Grund, warum es Streit gibt, ja, weil man es nicht schafft, miteinander zurechtzukommen. Ich kann kein Nein akzeptieren, könnte man vielleicht auch sagen, ja.
ich jemanden frage, ob ich das haben kann, der sagt zu mir nein und ich nehme es mir trotzdem. Das wäre sowas wie Habgier, so Rücksichtslosigkeit. Es gibt vieles mehr. Eine spannende Stelle steht noch in Sprüche 15. Da ist in Sprüche 15, Vers 1 davon die Rede, dass jemand ein kränkendes Wort spricht und dadurch Zorn erregt. Warum ich das sage? Weil es, glaube ich, eine Sache ist, mit der ich selber ganz schön zu tun hatte. Weil ich gut wusste, wie ich andere zum Platzen bringen kann. Ich musste nur so ein kleines Wort sagen, ein kränkendes Wort, ein verletzendes, ein bisschen zynisch, ironisch, genau beobachtend, wie kann ich den anderen zur Weißglut bringen und er rastet voll aus. Ich habe eine Zeit lang als Grundschullehrer gearbeitet und das ist irgendwie total spannend. Bei Kindern ist es sowieso immer spannend zu beobachten, weil das man als Erwachsener so weit weg davon, aber die spiegeln einem ziemlich cool, wie man als Erwachsener drauf ist. Und bei den Erwachsenen ist es meistens noch schlimmer. Aber da hatte ich Jungs in meiner Klasse, die wussten genau, wie sie ihren Nachbarn mit einem klitzekleinen Wort zum Platzen bringen können. Und dann gibt's halt Schlag mit dem Ellenbogen oder Faust aufs Auge. Und wer kriegt in dem Moment Ärger? Na, der zugeschlagen hat, logischerweise. Ja. Aber der eigentliche Auslöser für den Streit war tatsächlich der andere, weil er es geschafft hat, den anderen zu provozieren. Mobbing würde ich auch darunter zählen, ja. Wo Leute verletzt werden, ganz bewusst durch Worte. Und es irgendwie zum Konflikt, zum Streit kommt, wo Leute gekränkt werden. Also jede Menge Gründe. Es ließ sich noch viel mehr aufzählen. Sowas wie nachtragen, wie nicht vergessen können. So ein Elefantengedächtnis, ja, könnte man irgendwie auch noch aufzählen. Dass man Leuten es immer wieder vorhält. Du hast es gemacht und hast es schon wieder gemacht und obwohl es vielleicht längst bereinigt ist. Es sind ein paar Ursachen von Streit, die die Bibel nennt, die Sprüche konkret nennen. Ich glaube, dass es noch weit darüber hinausgeht. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich relativ gut nachvollziehen können und vielleicht sogar die eine oder andere Begebenheit bei euch selber kennt und entdeckt, wo ihr in so einen Streit hineingeraten seid, wo euch jemand so begegnet ist oder kennt euch nicht, ja, wo ihr vielleicht selber sagt, okay, stimmt, das ist so eine Schwäche bei mir. Damit errege ich oft Streit. Damit fange ich das oft an. Es geht noch wahrscheinlich viel, viel mehr, ja, was man da aufzählen könnte. Ich mache mal weiter. Ihr seht eine nächste Folie, hoffe ich zumindest. Die Folgen von Streit. Vielleicht sagst du, das ist irgendwie klar, da geht was kaputt. Ich würde aber tatsächlich gerne ein bisschen Zeit investieren, um uns das, dass man sich das genauer anschaut, weil ich davon überzeugt bin, wenn du und ich, wenn wir wissen, wohin das führt, erbitterter Streit, dann lässt es uns vielleicht an manchen Stellen auch erschrecken und zusammenzucken. Und macht uns vielleicht tatsächlich auch ein bisschen feinfühliger an manchen Stellen. Oder es hinterfragt mich zumindest, ob ich das wirklich riskieren will, diesen Streit, wenn ich weiß, es könnte dahin führen. Von daher ein paar Gedanken zu den Folgen von Streit. Ich weiß nicht, ob du gerne isst. Ich mag gutes Essen. Die Sprüche reden irgendwie relativ häufig über solche Sachen. Und ich nehme euch mit hinein. Sprüche 17, Vers 1. Besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Ich weiß nicht, was du alles geben würdest für ein leckeres Essen. Die meisten würden dafür relativ viel geben. Aber Gott sagt, hey, es ist besser, ein trockenes Stück Brot zu haben und dafür Ruhe, Frieden, als, weiß ich nicht, ein Hochzeits-, Geburtstags- oder sonst was Buffet, aber es ist Streit dabei. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Da würde ich auch lieber ein Stück trockenes Brot nehmen. Wenn ich wüsste, in dem Beispiel wegen mir, Familie, dafür herrscht Frieden in der Familie. Was nützt mir das Steak, der Burger, der leckere Supersalat oder sonst irgendwas? Keine Ahnung, was du favorisieren würdest, wenn ich mit dem ich zusammen am Tisch sitze, im Streit liege. Das andere kommt aus meiner Sicht tatsächlich besser weg.
wenn da Unglück und Frieden herrscht. Und es ist die Frage, an mich zumindest, ob es mir das wert ist. Ist mir das den Streit wert? Will ich es riskieren? Ja, muss ich deswegen an der Stelle so ärgerlich werden? Muss ich so ausrasten? Ja, macht mich das am Ende glücklich? Ich weiß nicht, wie viele Streitsituationen, die du erlebt hast, trifft vielleicht gerade für Leute zu, die gerne streiten. Ja, ob sie das wirklich glücklich macht, ob das irgendwie für gute Stimmung sorgt oder keine Ahnung, sie total entspannt und so harmonisch da rausgehen, in den seltensten Fällen irgendwie. Und wenn man dann noch überlegt, dass das nicht nur so ein, ja, okay, wir haben uns jetzt mal gestritten und morgen ist wieder gut, das gibt es sicherlich auch, gar keine Frage. Aber wenn es um erbitterten Streit geht, dann sagt Gott im gleichen Kapitel, dass wie einer, der Wasser entfesselt, so ist der Anfang eines Streits. Bevor also der Rechtsstreit losbricht, lass ab. Görlitz, ich weiß nicht, ob du weißt, wo Görlitz liegt. Es liegt direkt an der polnischen Grenze. Vor 10 Jahren gab es hier im Sommer ein ziemlich heftiges Unwetter und viele Überschwemmungen, viele Flüsse, die Hochwasser getragen haben, geführt haben. Und dann ist ein paar Kilometer in Entfernung auf der polnischen Seite ein Staudamm gebrochen. Und alle stehen im Prinzip daneben, in Anführungsstrichen, und hoffentlich geht das gut aus. Weil du hast keine Chance. Du wirst es nicht aufhalten. Ja, wenn irgendwo ein Damm bricht, vielleicht hast du früher gerne am Bach gespielt oder so, ja, hast dir irgendwo so einen Staudamm aufgebaut und dann hast du drauf hingefiebert, ja, wenn das Wasser gestaut war, ja, dann endlich den Staudamm zu lösen und Dorfkind, ja, also ich kenne solche Erlebnisse noch. Aber es war nicht aufzuhalten, ja, es ging einfach nicht, ja. Und Gott sagt, mit einem Streit ist es genauso. Du denkst, Achim, du kannst damit spielen, ja, so ein bisschen nur, ja, ich bohrst so ein kleines Loch in die Staumauer sozusagen, ja, bohrst beim anderen so ein bisschen, ärgerst ihn vielleicht und denkst, ah, das wird schon gut ausgehen. Und plötzlich bricht dieser Damm. Plötzlich ist das Wasser wie entfesselt. Plötzlich ist der Streit wie entfesselt. Und es gibt tatsächlich solche Momente. Sind hoffentlich nicht die häufigsten, aber wo das genau so ist. Wohinter Menschen sagen, das habe ich eigentlich nie gewollt. Verrückt eigentlich, ja. Glaube ich, gut, sich dessen vorher bewusst zu sein. Und wenn dann vielleicht ein bisschen Wasser den Fluss hinuntergelaufen ist oder so, dann gilt vielleicht auch immer noch das, was dann Sprüche 18, Vers 19 steht, ein Kapitel weiter. Ein getäuschter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt. Und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Da kommt keiner mehr rein. Da ist zu, da ist dicht. Und manchmal wird es Leuten erst dann bewusst, dass sie sagen, krass, das habe ich eigentlich wirklich nie gewollt. Ich glaube, dass das zum Beispiel ein Riesending ist in Familien, dass plötzlich Eltern und Kinder keinen Zugang mehr zueinander finden. Weil der eine so getäuscht worden ist, weil da so viel Verletzung gewesen ist, dass da wie ein Riegel vor ist. Die Eltern finden keinen Zugang mehr zu dem Kind oder umgekehrt. Man möchte es gerne wieder gut machen, ja, weil man sich plötzlich bewusst ist dessen, was man angerichtet hat. Aber man findet es nicht, diesen Zugang. Es ist keine Seltenheit und ja, vielleicht kennst du das sogar. Ich glaube auch in Kirchen, in Gemeinden, wie häufig ist das eine Folge von Streit, dass man plötzlich, ja, da wo man früher zusammen Gott angebetet hat, plötzlich ist da wie ein Riegel. Und es führt keinen Weg mehr rein. Und das sind nur drei Folgen von Streit. Ja, also die so ein bisschen vielleicht wie so eine Reihenfolge auch beschreiben könnten. Aber wenn das Folgen von Streit sind, frage ich mich, ob es mir das wert ist, mich zu streiten. Das ist eben gesagt, Ziel eines Konflikts oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein. Alles das, was hier beschrieben wird in den Sprüchen, gerade bei diesen drei Bibelversen, da geht es um Sieg. Da will ich gewinnen. Und hinterher ist die Mauer zu. Da geht nichts mehr. Aber es ist kein Fortschritt da. Ich glaube, dass es viele andere
Folgen gibt, die irgendwie auch damit zusammenhängen, wenn es rund um Streit geht. Aber das sind drei, die irgendwie das ziemlich schön, wenn man schön sagen kann, an der Stelle beschreiben. Ich mache einen Sprung zu einem kurzen Gedanken, wenn es darum geht, wie man Streit auch vorbeugen kann. Das habe ich auf der Folie nicht mit drauf, ihr lasst sie trotzdem schon. Die Sprüche reden an manchen Stellen auch davon, wie man Streit vorbeugen kann. Das findet ihr im Handout, da ist es auf jeden Fall mit dabei. Sprüche 26, Vers 20. Das ist eine ziemlich coole und anschauliche Beschreibung, vor allem für die, die Lagerfeuer mögen. Also ich sitze gerne am Lagerfeuer, finde es cool. Sprüche 26, 20, wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer und wo kein Verleumder ist, kommt der Zank zur Ruhe. Jo, wenn das Holz aus ist, wenn keins mehr da ist, dann erlischt irgendwann das Feuer. Und Salomo überträgt das und sagt, hey, da wo man dem Verleumder, also der irgendwie auch ein bisschen Streit provozieren will, vielleicht nicht mal zwischen dir und ihm, sondern zwischen dir und jemand anderem, weil er eben schlecht redet über jemand anderen und jemand anderen bei dir in Misskredit bringen will, wenn ich dem aus dem Weg gehe, dann kann ich dem auch Streit vorbeugen. Manchmal gibt es so Leute, ja, die einen ständig aufwiegeln wollen, die andere schlecht machen wollen bei dir, damit da es knallt irgendwie. Weshalb auch immer. Sie wollen dich auf deine Seite ziehen oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, es ist gut, an manchen Stellen dem einfach aus dem Weg zu gehen und nicht mehr zuzuhören. Zu sagen, nee, das will ich gar nicht wissen. Ja. Bevor ich dem irgendwie überhaupt Raum gebe. Natürlich ist es nicht immer so leicht. Man kann nicht jedem einfach so aus dem Weg gehen. Ja. Aber hier und da kann es eine Option sein. Ah, stimmt, hier sehe ich es auch. Steht doch da, aus dem Weg gehen. Ich habe nur keine Bibelstelle dazu geschrieben. Genau, und der zweite Punkt, wie man auch Streit vorbeugen kann, ist einer, den habe ich mal aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, der passt zu mir. Den habe ich eben schon mal mit euch gelesen, den Bibelvers. Sprüche 13, Vers 10. Das war das mit dem Übermut und dem Streit, den es da gibt. Und Salomo schreibt weiter, bei denen, die sich raten lassen, also die, die guten Ratschlag annehmen, bei den Leuten ist Weisheit. Ich weiß nicht, wie du mit Kritik umgehen kannst. Ich weiß nicht, wie du mit Rückmeldungen anderer umgehen kannst, die vielleicht manches auch kritisch sehen tatsächlich. Und ich stelle einfach mal an die Seite, es ist völlig egal, ob das berechtigt oder unberechtigt ist. Ist es für mich ein Grund, einen Streit anzufangen an der Stelle? Kann ich das an manchen Stellen nicht einfach auch als einen guten Rat annehmen? Kann ich lernen, an der Stelle das zu prüfen und zu sagen, okay, wenn er recht hat, dann will ich es annehmen. Und wenn er nicht recht hat, kann ja wirklich auch sein, er liegt daneben mit seinem Rat, mit seiner Kritik, dann ist es auch okay. Aber dann werde ich deshalb keinen Streit anfangen, was häufig der Fall ist, wenn es um spontane Handlungen an der Stelle geht. Dass man, sobald jemand kommt, der Kritik äußert, je nach Typ, also ich kenne das auf jeden Fall von mir, innerlich schon anfängt zu diskutieren, deshalb auch irgendwie gar nicht mehr richtig zuhört, sich schon die Argumente zurechtlegt, wie man dem widersprechen kann und am besten viertens noch überlegen, was der andere ja eigentlich auch schon alles verkehrt gemacht hat, damit man auch einen Grund hat, nicht nur sich zu verteidigen, sondern auch zum Angriff überzugehen. Also kann ich alles irgendwie richtig gut, muss ich gar nicht lange überlegen. Aber wenn ich diese Bibelstelle lese, denke ich, ach, okay, du könntest auch entspannter damit umgehen. Und manchem Streit schon vorbeugen, bevor er überhaupt losbricht. Spannend auch, ein Punkt, der vielleicht nochmal ein bisschen schon mehr in den Streit hineinkommt, also wenn du dich schon am Streiten bist mit jemandem, so richtig drin bist und hast dich reingesteigert und manchmal läuft das ja auch über Monate und Jahre. Was ist denn, wenn jemand zu dir kommt und sagt,
Ey, ich glaube, es wäre gut, wenn du einen Schritt der Versöhnung auf den anderen zugehst. Kann ich mit sowas umgehen? Mit so einer Art von Kritik und Ratschlag? Ja. Also finde ich auch total spannend. Ja, was ist mit Rat, wenn jemand kommt und mir dazu rät, mich aufzumachen, mich zu versöhnen? Auch eine spannende Frage, wenn es um den Umgang mit Streit geht. Okay, aber wie gesagt, meistens ist es so, dass man richtig mittendrin ist im Streit und sich irgendwie ordentlich und gut zoffen kann mit anderen. Und von daher mal ein paar Gedanken noch dazu, wie ich mit Streit umgehen kann, der schon voll am Laufen ist. Die Punkte sind ein bisschen unsortiert. Kann sein, dass ich die euch ein bisschen anders vorlesen werde, als sie vielleicht hier stehen, aber ich glaube, ihr könnt das sehen. Ich möchte mit euch in Sprüche 15 springen. Ihr müsst wahrscheinlich nur einmal umblättern. Da ist von dem Hitzkopf die Rede, Sprüche 15, Vers 18. Da heißt es, ein hitziger Mann erregt Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. Und ganz ehrlich, ich liebe solche Menschen, die sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen, gerade in solchen Momenten. Das Wort Langmut ist irgendwie ein schräges Wort. Manchmal würde man es mit Geduld übersetzen. Vielleicht könnte man es auch einfach damit übersetzen, lange Mut zu haben, dass das irgendwie, dass man investiert auch in das, dass es gut ausgeht, sich nicht provozieren zu lassen. Wie gesagt, lange Mut mit dem anderen zu haben. Zu wissen, dass ich das ja selber auch ziemlich nötig habe, dass andere mit mir geduldig sind, hilft an der Stelle auch manchmal, mir zumindest. Langmut, Geduld. Wer langmütig ist, wer geduldig ist, den kennzeichnet vielleicht auch die nächste Eigenschaft. Sprüche 19, findet ihr das? Sprüche 19, Vers 11. Da liest man etwas über das, wie man langmütig wird mit anderen. Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Du möchtest gerne langmütig werden, du möchtest gerne geduldig werden. Dann sagt Gott, hey, wie wäre es mit Einsicht? Ich glaube, Gott möchte uns Einsicht schenken darüber, wie wir selber sind, dass uns das barmherziger macht mit dem anderen. Einsicht darüber schenken, wie Gott selber ist und wie er mit Konflikten, mit Streit umgeht. Vielleicht auch Einsicht darüber, dass der andere auch ruhig seine Meinung haben kann und dass er nicht genau die gleiche haben muss wie ich. Und ich finde, die Bibel formuliert das absolut genial und herausfordernd an der Stelle, wenn sie sagt, es ist für dich ein Ruhm, es ist wie ein Ehrenpreis, wenn du aus diesem Grund an Streit auch vorübergehst. Und sagst, okay, der andere hat mich vielleicht gerade provoziert, der hat mich geärgert, der hat vielleicht auch was verkehrt gemacht. Also, ja, hier ist von Übertretung die Rede, da muss also jemand wirklich eine Grenze übertreten haben. Aber ich kann drüber hinwegsehen. Ich muss es nicht als Anlass nehmen, um den anderen jetzt fertig zu machen. Und Gott sagt, in dem Moment ist es wie, wenn dir eine Krone aufgesetzt wird, wenn dir jemand Ehre erweist und sagt, hey, Hammer, dass du das machst. Krass. Ist dein Ruhm daran, an der Übertretung vorüberzugehen? Ein Kapitel später, weil Wiederholung immer gut tut, schreibt Salomo das nochmal ähnlich, aber ein bisschen anders. Da ist es in Sprüche 20, Vers 3. Ehre ist es dem Mann, vom Streit abzulassen. Jeder Narr fängt Streit an. Und du darfst gerne auch Frau hier einsetzen, ja, gar kein Problem. Es ist deine Ehre, meine Ehre, vom Streit abzulassen. Das heißt, im Streit auch zu sagen, gut jetzt, es reicht. Ich weiß nicht, ob du ein Typ bist, der gerne das letzte Wort hat. So, eigentlich ist alles geklärt, aber man setzt nochmal so eine kleine Spitze hinten dran, so ein Statement nach dem Motto, ich hatte schon recht, ja, ist dir schon klar und so, ja. Oder irgendwas in die Richtung.
Vielleicht ist es cool, das vorletzte Wort zu haben und es gut sein zu lassen. Meine Frau und ich, wir können uns auch gut streiten. Wir können uns vor allem gut missverstehen. Ja. Missverständnis ist auch ein häufiger Grund für Streit, ja, weil man einfach nicht richtig zugehört hat und so und wie auch immer falsch interpretiert hat. Und irgendwann, als wir uns mal so ein bisschen gezofft haben, hat sie gesagt, DLW. Ich dachte, ja, was ist jetzt und so? Ja, also manchmal muss man den anderen überraschen, so nach dem Motto, dass er gar nicht mehr weiß, was er eigentlich sagen wollte. Er hat gesagt, das letzte Wort, das reicht jetzt, es ist gut. Und wenn wir uns heute manchmal streiten oder, was weiß ich, mit den Kids gibt es irgendwie Diskussionen, dann sagt sie das manchmal und ich weiß, alles klar. Sie will mir einen Tipp geben. Es ist gut. Ja, lass einfach mal davon ab. Es ist gut, das vorletzte Wort zu haben und vom Streit abzulassen. Die Bibel sagt, wenn du es nicht machst, ja, wenn du Streit anfängst oder wegen mir auch immer wieder anfängst, dann bist du ein Dummkopf. Bist ein Trottel oder halt ein Narr, wie auch immer du es beschreiben würdest. Okay, will ich eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, dass das noch nicht alles ist. Ich glaube, dass Geduld haben, Einsicht zu zeigen, vom Streit abzulassen, dass es noch nicht alles ist, was Gott, wie Gott sagt, das wäre cool, wenn du so mit Streit umgehst. Ich glaube, dass Gott in dir und in mir noch was anderes vollbringen will. Und das ist in Sprüche 25 beschrieben. Sprüche 25, Vers 21. Das ist ein Vers oder das sind zwei Verse, die sind vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen an mancher Stelle. Da steht, wenn dein Hasser, also der, der dich hasst, wenn er Hunger hat, dann gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm Wasser zu trinken. Denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Gott sagt nicht nur, ey Achim, lass ab vom Streit. Ja, sieh zu, dass du jetzt nicht immer ständig wieder neu provozierst. Guck, dass du geduldig bist und Einsicht hast, barmherzig bist irgendwie oder so, sondern er sagt, ich möchte, dass du dem anderen was Gutes tust. Das ist irgendwie noch ein Schritt weiter, weil es mich aus einer gewissen Passivität oder so aus einem, ich gehe auf Distanz, ja, damit ich mich vielleicht nicht mehr mit dem anderen streite, weil es mich davon zurückholt und sagt, doch, Gott sagt, du sollst dem anderen begegnen und du sollst ihm Gutes tun. Und er sagt, die Reaktion wird sein, dass jemand glühende Kohlen auf sein Haupt sammelt. Bedeutet zu viel, da wird jemand öffentlich bekennen, dass er mit dem, wie er über dich geredet hat oder wie er mit dir umgegangen ist, dass er verkehrt gelegen hat. Das ist die Bedeutung davon. Und dass Gott sich darum kümmern wird. Auch darum kümmern wird, was es dich gekostet hat, Gutes zu tun. Ich glaube, dass das ein unglaublich starker Schritt ist. Unglaublich schwierig. Der steckt sowas von null in mir drin, wenn Gott es nicht vollbringt. Und vielleicht sagst du, Achim, was soll der Mist? Also, das kann es ja wohl nie sein. Du weißt gar nicht, wie die Leute mit mir umgehen oder wie eine bestimmte Person mit mir umgeht oder wie auch immer. Das, was hier beschrieben wird, so in diesem, ja, wenn er Hunger hat, gib ihm zu essen oder wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Genau das hat Gott gemacht. Gott ist in dem Konflikt zwischen Gott und Mensch, ist Gott nicht auf Distanz gegangen, sondern er ist uns entgegengekommen und hat uns Gutes getan, weil er gesagt hat, das ist das Evangelium, ja, ich sterbe für euch. Da ist dieser Konflikt zwischen Gott und Mensch und in Klammern, Gott war absolut oder ist absolut im Recht. Also er hätte allen Grund gehabt, ganz anders zu handeln. Aber er sagt, ich komme und ich sehe, was du nötig hast, ja, wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm zu essen. Gott sieht, was wir nötig haben, und er gibt uns genau das, was wir nötig haben. Er gibt uns jemanden, der für unsere Schuld bezahlt, weil wir genau so jemanden nötig gehabt haben. Das ist das, was hier beschrieben wird, wo Gott sagt, hey, das, Achim, das möchte ich mit dir. Das, im Streit, gerade da, wo Leute dir übel begegnen, ich möchte gern, dass da etwas von meinem Evangelium sichtbar wird. Ich komme ganz am Ende nochmal kurz zurück auf diesen Gedanken. Es stehen noch ein paar andere Sachen. Gott zu vertrauen, ja,
Das ist auch so ein spannender Punkt, ja. Im Neuen Testament heißt es mal, ja, dass wir Böses nicht mit Bösem vergelten sollen, sondern dass wir auf Gott vertrauen sollen und darauf, dass er Recht sprechen wird, sondern dass wir Böses mit Gutem, da kommt dieser Gedanke auch wieder aus Sprüche 25, Böses mit Gutem vergelten sollen. Ich glaube, es geht nicht ohne Vertrauen in Gott, weil ich merke, dass in meinem Herzen ein völlig anderer Umgang mit Streit vorprogrammiert ist. Das ist irgendwie anders. Und wenn Gott es nicht verändert, dann bin ich da verloren an der Stelle. Dem anderen in Liebe zu begegnen, vielleicht erinnert euch an den ersten Bibelvers, den ich mit euch gelesen habe, Sprüche 10, Vers 12, ja. Die Liebe deckt eine Menge von Vergehen zu. Die Liebe deckt es zu. Ja, an manchen Stellen ist es wirklich dran, auch drüber hinwegzusehen, Liebe zu üben. Aber das ist sowas von herausfordernd. Also ich schüttel das in den seltensten Fällen aus dem Ärmel. Ich muss nicht jeden klitzekleinen Anlass zum Streit nutzen. Ein Punkt, den ich hier, ach doch, auch da steht da auch noch, wäre noch das freundliche Reden. Ich habe hier eben diese Stelle gelesen mit dem kränkenden Wort, was Zorn hervorbringt. Im gleichen Vers, Sprüche 15, Vers 1, steht auch ein ganz anderes Beispiel. Da ist von einer sanften Antwort die Rede, von einer freundlichen Antwort, die Zorn abwendet. Und ich glaube, dass es ganz viele Stellen gibt, wo Gott dir und mir helfen will, nicht zurückzuschlagen mit Worten, sondern was Gutes zu sagen. An manchen Stellen, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, kriegt man das, glaube ich, auch raus. Wenn man den Gegenüber kennt, hilft manchmal zum Beispiel eine Prise Humor, um Streit irgendwie wieder zu glätten. Aber Vorsicht, du solltest den anderen kennen, sonst kann das auch noch mehr Streit hervorrufen. Ja, wenn du irgendwie das Ganze humorvoll beenden möchtest und der andere sich noch mehr provoziert fühlt oder sich nicht ernst genommen fühlt. Aber ich glaube, dass man da ein Gespür bekommt an der Stelle. Manchmal ist es vielleicht auch, dass man mit Worten etwas Gutes tut, was Nettes sagt, sich anfängt zu bedanken, zu loben für etwas, was jemand anders gut gemacht hat. Jemand hat gesagt, damit würde ich den Punkt mal beenden, wenn Konflikte sich zu einem endlosen Streit hinziehen, so hat das meist seinen Grund darin, dass diese Menschen niemals gelernt haben, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören und mit dem Herz des anderen zu fühlen. Ja, ich glaube, dass da, wo es zum Zusammenstoß kommt, es häufig Menschen sind, die einfach auf sich fixiert sind. Vielleicht kommt es deshalb zum Zusammenstoß, ja, weil sie einander nicht vorher schon sehen. Und sich nicht in den anderen hineinversetzen können und wollen. Nicht wahrhaben wollen, dass der andere eine andere Sicht, eine andere Perspektive hat und dass die ja vielleicht auch richtig sein könnte. Das ist immer ein Miteinander, das sind immer zwei Seiten an der Stelle. Und das Verrückte ist, du hast es nicht in der Hand, wie der andere reagiert. Im Neuen Testament sagt Gott mal, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben sollen, so wie es möglich ist, so viel an euch liegt. Ich glaube, das muss einem bewusst sein. Ich werde den anderen nicht verändern. Ich habe das nicht in der Hand. Es kann sein, dass Gott es gebraucht, um jemand anderen zu verändern, dass derjenige sich auch darauf einlässt. Aber ich habe es nicht in der Hand. Ich kann nicht manipulieren oder wie auch immer. Es gibt die Geschichte von einem Prediger, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, Robert Chapman. Wenn du Biografien liebst, kann ich dir diese Biografie nur empfehlen, Robert Chapman. Ein armer, einfacher Mann, ein Prediger, der halt auch nicht hinter. Also, er hat viel darüber geredet, auch in der Öffentlichkeit. Und in seiner Stadt gab es einen Mann, dem hat es sowas von gestunken, dass dieser Mann immer wieder von diesem Jesus redet, dass er das Evangelium predigt. Und dieser Mann hat versucht, Chapman schlecht zu machen, hat versucht, ihn in Verruf zu bringen, hat überall Gerüchte über ihn gestreut, also böse und falsche Gerüchte über ihn gestreut und versucht, ihn einfach schlecht zu machen in den Augen anderer.
Chapman hat eines Tages Besuch bekommen von einem Freund, einem reichen Freund. Und dieser Freund hat gesehen, dass Chapman kaum Vorräte zu Hause hatte und hat gesagt, ich möchte gerne für dich einkaufen gehen. Und der Mann, mit dem Chapman in Streit lag, war ein Kaufmann, also einer, der so einen Kaufladen hatte, wo du alles bekommen hast. Und Chapman hat zu seinem Freund gesagt, ich möchte, dass du dort, in diesen Laden, in keinen anderen gehst und alles einkaufst, was du gerne kaufen möchtest für mich. Der Freund hat sich nichts dabei gedacht, ist da hingegangen, hat alles eingeladen oder alles bestellt und hat dem Kaufmann dann gesagt, wo er das hinliefern soll. Und hat ihm dann die Adresse von Chapman gegeben. Und als dieser Kaufmann das gesehen hat und gelesen hat, er gesagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Das kann eigentlich gar nicht sein. Hat dieser Mann gesagt, doch, mein Freund hat mir gesagt, ich soll hier zu Ihnen gehen und diese Bestellung, diese große Bestellung bei Ihnen aufgeben. Der Mann konnte es nicht fassen, dass jemand, dem er so viel Böses angetan hat, so mit ihm umgeht. Das ist was, was Gott geschenkt hat. Chapman hatte das nicht in der Hand, aber Chapman hat das gemacht, was wir uns gerade angeguckt haben. Er hat Gutes getan. Er hat von diesem Streit abgelassen. Er hat es nicht noch zusätzlich befeuert, sondern ist auch nicht einfach auf Distanz gegangen, sondern ist ihm entgegengetreten und hat Gutes getan, ist ihm freundlich begegnet. Und Gott hat es gebraucht. Dieser Mann hat Jesus später angenommen und hat es bereut. Hat sich entschuldigt bei Chapman für das, was er ihm angetan hat. Aber am Ende haben wir das nicht in der Hand. Als letztes ein Gedanke. Ich schicke euch nachher noch ein zweites Handout. Da wird das draufstehen, was du jetzt hier findest, auf dieser Folie. Auf diesem zweiten Handout stehen auch noch ein paar persönliche Fragen drauf, die du. Weiß ich nicht, vielleicht hast du Lust, spazieren zu gehen, nachher noch irgendwie, vielleicht wird es ja noch ein bisschen kühler, da wo du zu Hause bist, kannst einen Gebetsspaziergang machen oder weiß ich nicht, auch immer, wenn du dir deine Bibel schnappst bei einer Tasse Kaffee oder wie auch immer, wo du drüber nachdenken kannst. Das wirst du auf diesem zweiten Handout noch finden und da findest du auch Gedanken zu dem, was auf dieser letzten Folie hier steht. Das ist das, was ich eben schon mal angeschnitten habe. Wie Gott damit umgeht, mit uns. Und wie er diesen Konflikt gelöst hat. Und das sind einfach nur mal so ein paar Schlaglichter. Ja, die Idee, diesen Konflikt zwischen Gott und Menschen in Ordnung zu bringen, den hatte nicht ich. Den hatte auch nicht Paulus oder Mose oder such dir irgendeinen Mann Gottes aus, den du total vorbildlich findest oder so. Hatte auch nicht Adam, ja, sondern den hatte Gott. Und das finde ich irgendwie schon faszinierend, dass der eigentlich im Recht war, die Idee hatte, dass das jetzt irgendwie aber nie so ganz in Ordnung ist, wie das hier ausgeht, sondern dass er eigentlich wieder Nähe und Verbindung und Gemeinschaft schaffen möchte. Und die Bibel redet davon, ja, Hebräer 10, Vers 10, dass Jesus gekommen ist und dass er diesen Schritt gegangen ist, ja, diesen ersten Schritt. Er ist Mensch geworden. Er ist das Opfer geworden für uns Menschen. Ist sogar ein Schritt, der im Prinzip die komplette Distanz überwunden hat, ja, wo ich nicht mal ihm entgegenkommen musste, sondern das ist das, was Jesus getan hat. Ja. Der also, wo Gott nicht sagt, okay, ich gehe mal so einen kleinen Schritt auf die Menschen zu und dann gucken wir mal, ob sie darauf reagieren und wenn sie sagen, ja, stimmt, eigentlich hat er ja recht, dann komme ich ihnen auch noch den Rest des Weges entgegen. Gott ist uns komplett und vollkommen und ganz entgegengekommen. Ja, und wir heute leben in der Zeit, wo wir sagen können, Jesus ist ans Kreuz gegangen, bevor wir auch nur mal im Ansatz daran gedacht hätten oder so, ja. Finde ich auch spannend. Wie weit komme ich anderen entgegen? Ja. Bin ich so jemand, der so austestet? Also kenne ich zumindest von mir schon gut irgendwie so, ja. Mach mal so einen kleinen Schritt und dann mal gucken, was an Reaktionen so vom anderen kommt. Ist nicht das, wie Gott mit mir umgeht eigentlich. Die Bibel redet davon, Kolosserbrief, ja, Kolosser 1, Vers 20, dass Versöhnung möglich ist. Also wirklich wieder etwas hergestellt wird, was zu Bruch gegangen war. Dass Versöhnung möglich ist, dass Frieden möglich ist. Nicht nur so eine, irgendwie so eine Koexistenz, so nach dem Motto, wir sind hier und Gott ist da und man lässt sich halt irgendwie einigermaßen stehen oder so, sondern es ist Versöhnung möglich. Ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht auch.
bei Konflikten, die wir manchmal so haben. So viel wie an uns liegt, zumindest. Ich finde es auch spannend, wie Jesus gebetet hat. Ja, Lukas 23 hat gebetet für die, die ihn ans Kreuz bringen. Hast du schon mal gebetet für die, mit denen du im Streit liegst? Ich bete eher selten dafür. Wenn dann vielleicht so ein Rachezeichen oder so. Nein. Aber ja, also das ist nicht der allererste Gedanke irgendwie, den man hat, oder? Ich finde es spannend, dass Jesus das gemacht hat am Kreuz. Dann ist Jesus einen Weg gegangen, den würde ich mal beschreiben als einen Weg, der absolut der untere Weg gewesen ist. Voller Demut. Das wird in Philipper 2 beschrieben. Leute sagen, dass das wie so ein altes Lied ist, ja, was aufgeschrieben ist dort im Philipperbrief. Das kann gut sein, ja. Finde ich aber total spannend, wie Jesus dort beschrieben wird. Und dieser Weg, den er gegangen ist, ja, ist die von die Rede, dass er sich komplett entleert hat, dass er alles aufgegeben hat, sich absolut erniedrigt hat, dass er sich selbst erniedrigt hat. Nicht, dass jemand anders gekommen ist und ihn erniedrigt hat, sondern er selbst hat sich erniedrigt. Weshalb? Um dich und mich wieder mit Gott zu versöhnen. Und ich frage mich, okay, Achim, wozu bin ich bereit, um den Streit zu lösen? Bin ich bereit, auch zu verzichten auf manches? Bin ich bereit, so auf so einen unteren Weg zu gehen, so zum Diener des anderen zu werden? Und ich denke, nein, 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 bin ich nicht. Also zumindest nicht ohne Jesus. Auf gar keinen Fall. Ich finde es spannend, wie die Bibel darüber redet, in dieser Bildersprache, was es heißt, dass Gott nicht nachtragend ist. Ja, dieses Bild, Psalm 103 ist dieses Bild mit, ja, dass er unsere Schuld so weit entfernt hat wie der Osten vom Westen. Interessante Entfernung, sowas zu messen. Das kann man irgendwie nicht messen. Es gibt halt keinen Ort, wo Osten ist und wo Westen ist, dass ich eine Strecke ausmachen könnte. Krass. Gott holt es nicht mehr hervor. Micha, ja, redet die Bibel davon, dass Gott es versenkt hat, ja, an der tiefsten Stelle des Meeres. Haben wir neulich mit unseren Kids drüber geredet und meine Frau hat gesagt, dass Gott da ein Schild aufgestellt hat, Angeln verboten. Ein cooles Bild, das haben unsere Kids direkt verstanden. Das ist das, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Wie ist es mit mir und dem, was andere getan haben? Manchmal sagt man, dass man vielleicht ein schlechtes Gedächtnis hat, aber manches können wir uns auch ziemlich gut erinnern und meistens sind es Sachen, wo ich eigentlich denke, da will ich mich gar nicht lange dran erinnern, aber Und das Letzte finde ich irgendwie auch einen spannenden Gedanken, dass gerade dieser Gedanke zwischen Gott und Mensch, diesen Auftrag, den Leuten zu sagen, dass Gott sie versöhnen will mit sich selber, das ist irgendwie ein Auftrag, den Gott uns mitgibt, finde ich total schön. Die Bibel redet davon, dass Friedensstifter absolute Helden sind, auch die Sprüche. Ich glaube, das sind auch Gedanken, die, ja, die habe ich auf dem Handout noch mit drauf. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn andere sich streiten? Und die Bibel redet davon, dass es gut ist, wenn wir Leute sind, die zum Frieden raten. Vielleicht sagst du ja, ist selbstverständlich irgendwie, ist doch Logo. Ich glaube gar nicht, dass das so selbstverständlich ist. Da sind zwei im Streit. Und wie schnell schlage ich mich auf die Seite des einen oder des anderen und stimme eher mit ein und sage, ja stimmt, du hast völlig recht und so, was der alles gemacht hat und so geht gar nicht und so, ja. Wo Gott sagt, hey, Achim, du sollst jemand sein, der Frieden stiftet. Da ist Freude zu finden. Sprüche 12, Vers 20. Ja. Freude ist bei denen, die Frieden stiften. Gott wünscht sich, dass wir Friedensstifter werden. Und ganz ehrlich, ihr habt das eben so cool gemacht, hier eure Orte aufgeschrieben, wo ihr so herkommt, ja, ganz am Anfang, als Christian euch gefragt hat. Und ich glaube, dass der Ort, in dem du wohnst, und du kannst wegen mir auch in deiner Wohnung, in deinem Haus anfangen, ja, bei denen, die mit dir zusammen wohnen, deine Familie, aber dann eben auch dein Ort darüber hinaus, ich glaube, dass dort an diesem Ort Friedensstifter gebraucht werden. Weil du nimmst deine Gemeinde, deine Jugendgruppe, deinen Freundeskreis, ich glaube, dass dort Friedensstifter gebraucht werden. Solche, die anderen zum Frieden raten. Solche, die auch davon reden, dass Gott ein Gott ist, der Versöhnung möchte. Ich glaube, dass Gott sich da riesig drüber freut. Da gehört manchmal was dazu, da muss man sich auch reindenken, da muss man Leuten zuhören, wenn man einen guten Rat geben möchte. Gar keine Frage. Aber das finde ich ein
Ich glaube, dass das Leute sind, die wir heute dringend nötig haben. Gibt es viel zu wenige von Friedensstifter, die irgendwie so drauf sind. Da setze ich einen Punkt. Ich glaube, ich habe auch keine Folie mehr. Ich weiß es gar nicht genau. Tatsächlich, ihr seht einen schwarzen Bildschirm. Soweit von mir bis hierhin. Ich weiß nicht, ob bei Christian Fragen eingetrudelt sind. Vielleicht habt ihr auch Bock, einfach so Fragen zu stellen, ohne dass er sie vorher geschrieben hat. Dann könnt ihr das gerne machen. Erstmal danke an euch, dass ihr dabei, also bei mir im Zimmer sind es hier gerade, ich sitze so unterm Dachboden, 27 Grad. Ich weiß nicht, wie warm es bei dir ist, aber danke, dass du so lange ausgehalten hast um die Uhrzeit bei der Temperatur. 59 Grad, ach nee, 24 Grad, okay, alles klar, Jan-Erik, danke. Genau, danke, dass du so lange ausgehalten hast. Und vielleicht, genau, vielleicht gibt es Fragen, Gedanken, Ergänzungen, dann einfach raus damit.